Sie sind laut, sie sind fröhlich, sie sind viele. Bahnhof Schesel, aus jedem Zug strömen Hunderte von Menschen. Voller Vorfreude, denn nach 2 Jahren Corona-Zwangspause ist endlich wieder Festivalzeit. Hurricane in Schesel. Wir haben mega Bock. Richtig Bock auf Campen und aufs Festival und auf die Konzerte, ja. Wir freuen uns ja schon seit 2 Jahren und freuen uns, dass es endlich losgeht. Ja, ich habe mal wieder richtig Bock, Party zu machen und abzugehen, richtig zu tanzen zu den Acts. Also ich glaube, das wird richtig cool. Ich freue mich richtig auf die Acts. Ich bin total gespannt, wie das wird und ich freue mich einfach auf das Festival-Feeling. Ich freue mich, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, gute Musik zu hören und einfach eine schöne Zeit zusammen endlich wieder zu haben. Die geile Stimmung, 80.000 Leute, also was gibt's Besseres? Die Vorarbeiten noch in vollem Gange. Bis zum Start morgen ist alles fertig, wie immer seit dem ersten Festival vor 27 Jahren. Bis Sonntag werden 80 Bands auf 4 Bühnen spielen. Die Veranstalter rechnen jeden Tag mit 78.000 Besuchern. Im Jahr 2019 kamen 10.000 weniger. Diesmal also der Ansturm nach der pandemiebedingten Unterbrechung. Das ist absolut großartig. Es ist ein überwältigendes Gefühl, endlich wieder da zu sein nach der langen Zeit. Wir haben viele Herausforderungen zu meistern gehabt in den letzten Tagen. Aber jetzt zu sehen, dass die Leute anreisen, auch zu sehen, wie die Gewerke wieder ineinander greifen nach der langen Zeit, ist wahnsinnig toll für uns und motiviert uns sehr. Auf dem über 13 Hektar großen Gelände geht es nicht nur um Rock und Pop, sondern auch um Spiel, Spaß und Camping. Immer mehr übernachten an Ort und Stelle. Die Vorfreude ist riesig. Endlich wieder Stage-Diving, Rock'n'Roll, jede Menge Bier und ein Wochenende Ausnahmezustand. Ich freue mich auf den Mix und ich freue mich auch darauf, am allermeisten endlich wieder glückliche Gesichter vor den Bühnen zu sehen, wenn die Energie von der Bühne ins Publikum und zurückgeht und das wieder perfekt miteinander funktioniert, dann ist eigentlich der schönste Moment für einen Booker oder einen Veranstalter erreicht. Corona-Schutzmaßnahmen sind nicht mehr vorgeschrieben. Das mit dem Abstand halten wird mit Sicherheit auch nicht klappen. Wir sind gespannt, ob wir es ohne Corona wieder nach Hause schaffen. Das Motto: Spaß haben, cool bleiben und wieder gesund nach Hause kommen.